Ich bin Abu Hayat. Mir gehört Berlin. Ich hab vor nichts Angst. Ich bin der Beste, dicke Hand von Berlin. Ich liebe euch. Okay, 4.10 Uhr, Ortszeit in München, mitten in der Nacht. Wir haben uns einfach hingesetzt und haben uns dazu entschieden, jetzt einfach spontan nach Berlin zu fahren. And that's it. Ganz spontan. Er war bei mir zu Besuch und wir haben Shisha geraucht. Und dann kamen wir auf die Idee, lass nach Berlin fliegen. Einfach so vor einer Stunde erst gebucht, gleich Tasche gepackt. Jetzt fahren wir gleich zu ihm. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich sehen. Fahren wir gleich zu ihm. Und dann geht's in ein paar Stunden geht's dann direkt schon nach Berlin. Und dort nehme ich euch mit dem lieben Schomo. Schomo kennt ihr schon aus dem Silvester-Vlog in Berlin. War auch dabei, war auch sehr gesprächig übrigens. In dem Vlog. Achso. Den kann man nicht übersehen haben. Bis gleich. So, Leute. Sieht man überhaupt was? Egal, das kann ich ja nachträglich bearbeiten. Wir sind jetzt bei ihm in the car. Wurden auch gerade zufällig von der Polizei angehalten. War klar. Immer wenn ich mit ihm im Auto unterwegs bin, immer Polizeikontrolle. Und wir sind sogar hier bei einer Polizeiwache gerade. Was für ein Zufall. Ja, auf jeden Fall, genau deswegen wurden wir angehalten. Wir haben davor den Hubschrauber schon gesehen und dachten uns so, hä, warum fliegt einfach mitten in der Nacht ein Hubschrauber? Und ein paar Meter weiter direkt die Kontrolle. Dann habe ich gefragt so, ja, was ist los und so. Dann haben sie gesagt, ja, es wird jemand gesucht. Dann habe ich gesagt, ist deswegen der Helikopter da? Haben die gesagt, ja. Und wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort, konnten dann aber direkt wieder weiterfahren nach einem kurzen Test. Ja, auf jeden Fall, immer wenn ich mit ihm unterwegs bin, immer Polizeikontrolle. Ja. Jedenfalls, wir fahren jetzt kurz zu ihm. Die mögen nicht so schnelle Karren. Wir fahren jetzt zu ihm. Er packt auch nochmal seine Tasche und dann fahren wir Richtung Flughafen. Nehme ich euch mit. Ewa. Ewa. Leute, wir haben den Flug verpasst. Löwenmilch meine ich, kein Ayran, sondern Racke. Wie die größten Versager kommen wir wieder zurück nach München. Wir sind wahre Münchner. Wir haben verpasst einfach, jetzt müssen wir schauen, wie wir wieder hinkommen, aber wir werden trotzdem auf jeden Fall hinfahren. Wir haben es einfach nicht übers Herz. Also wir haben es nicht übers Herz gebracht, so einfach diese Stadt zu verlassen. Die kleben einfach auf diesem Boden, auf Münchner Boden. Was sollen wir machen? Jetzt steigen wir halt statt in die Eurowings, in die S. Was? S-Docus? Keine Ahnung. S8, ja. Irgendwas. Egal. So. Ja. Wie geht's hier nach dem verpassten Flug? Meine Gefühle sind gemischt. Ja? Erzähl mal, was wir jetzt machen, um die Zeit zu vertreiben. Also, jetzt gehen erstmal, ich will erstmal eine Ustra-Klinge hier an meinen Kopf gesetzt. Denn ich habe einfach Seiten auf Wellenlänge. Und ja, was machen wir dann? Also kurz gefasst, wir gehen zum Friseur unseres Vertrauens. Und dann um 15 Uhr fahren wir dann wieder los, nachdem wir halt in der Früh den Flug verpasst haben. Ja, jetzt müssen wir bis 15 Uhr Zeit vertreiben und ja, dann machen wir das, oder? Was? Mit 15 Uhr. Nächster Halt. Ja. Okay. Genau. Und dann seht ihr uns wahrscheinlich im Zug, außer es passiert beim Friseur noch irgendwas Lustiges. Denke ich nicht, aber schauen wir mal. Wir sind halt auch richtig müde mittlerweile. Vielleicht können wir ein bisschen schlafen im Zug, schauen wir mal. Und ja, wenn was Spannendes passiert, dann nehme ich euch mit. Ansonsten sehen wir uns im Zug oder in Berlin. So ist es. So muss sein, kann man nicht meckern. So, wir haben jetzt eine neue Zug gebucht. Man sieht nichts. Und ja, warten jetzt in der Shisha-Bar, dass die Zeit vergeht, bis unser Zug kommt und dann fahren wir nach Berlin. Das ist Abu Hayat, auch bekannt als Schomo. Schomo Loco. Ja, der Schomo ist noch sehr fit, der wird gerne noch eine Runde radeln gehen. Biathlon-mäßig, Triathlon-mäßig, aber... Lass mich ganz kurz überlegen. Da haben wir leider nicht so viel Zeit dafür. Lass mich ganz kurz überlegen, ich bin seit 32 Stunden wach. Ich auch. Locker. Egal.
So, wir sind da. Wir sind da. Sag, was läuft? Trink Bananennektar, damit ich doch immer schön gesund bin. Ja, wir gehen jetzt hier zum Alexanderplatz. Hotel ist da. Und dann schauen wir mal, was essen. Wir tun erstmal was essen, oder? Ich habe mir mal hier den Kotti ab, oder? Ja. Gehen auf Junkie suchen. Wir sind auch gerade vom Bahnhof raus. Direkt ein Typ am Pissen, so auf dem Boden, richtig ekelhaft. Oh. Vor den ganzen Menschen, ja, einfach gepisst. Hat ihn nicht gejuckt, ob Menschen da sind. Nein. Kein Scham. Er macht einfach, er haut einfach raus. Geil. Da laufen sogar noch Leute vorbei, so an ihm. Bruder, diese Attitude, ich feier die Unnummer. Schauen wir mal, was uns jetzt noch alles erwarten wird. Ich denke, das ist auf jeden Fall noch zu toppen. Jetzt gehen wir erstmal hier Brustbizeps trainieren. Guck mal, erstmal mit Fitix Brustbizeps trainieren. Eine. Das ist manch. Ja, haben wir überlegt, mit dem Scooter vielleicht hinzufahren oder. Ja, schauen wir mal. Wir laufen jetzt erstmal zu Fuß ein bisschen. Es war auch sehr anstrengend mit den ganzen Masken. Ich kann nicht mehr. Man musste im Zug, am Flughafen waren wir ja davor, mussten auch ganz die Maske tragen. Ist schon sehr nervig so. Wir sehen uns dann gleich wieder. Oh, da seid ihr ja schon. So muss sein. Kann man nicht meckern. Und? Ja, überall ist ja scheiß Junkies. Ja Leute, schaut die Aussicht an. Ich weiß, man sieht halt leider nicht. Es spiegelt wahrscheinlich. Es spiegelt einfach nur mich. Aber wir sind irgendwo auf im Nirgendwo, irgendwo im 80. Stock oder so gefühlt. Da gewähren wir auf jeden Fall noch einen. Nee, warte, 25. Blick. Stock, ja? 25. Stock. Ja. 31. Wir sind offiziell die 31. Also Kamera, ja. Hier. Ja, so. Auf jeden Fall, hier haben wir einen Tisch. Sieht man den Tisch? Hier kann man chillen, hier kann man unsere Brotzeit machen. Ja, Mann. Haben wir noch irgend so eine Karte? Dann hier. Ganz, ganz krass. Haben wir unser Bett. Hier haben wir unser Bett. Two Parts. Hier haben wir noch einen Fernseher. Ah. Ah, hier haben wir noch ein schönes Bild. Ah. Und hier haben wir noch einen Vorhang. Für was auch immer. Vorhang. Okay. Da weiß auch keiner so wirklich warum. Waschbecken. Ja. Yeah. Mit integrierten. Und einen wunderschönen Spiegel. Ja, Bruder, jetzt ist ja alles schön und gut, aber wie schaut die Toilette aus so? Haben wir hier das Dusche. Dusche. Okay. Super, okay, okay, mit Handtuch. Okay. Und wo wird geschissen? Boah. Das ist die Toilette. Junge, die wird so demoliert. Also wir haben selber noch nicht alles angeschaut, durchgeschaut. Okay. Warte, hier gibt's noch was. Hier ist ein Schrank. Gibt's noch was? Ah. Okay, ja, da kann man, ein paar Sachen auf jeden Fall verstecken. Ja. Mit Spiegel. Hier ist auch noch irgendwas. Okay. Dann hier habe ich kurz geschaut. Wollen wir das auch machen? Hier ist ein Fach. Da legen wir unsere ganzen Scheine rein. Hier haben wir einen Kühlschrank. Ist leer, ist nichts drinnen. Auch nicht schlecht. So muss sein. Nee, so muss eigentlich nicht sein. Es ist einfach eine leere Minibar. Hier ein paar Dings, ein paar Gläser. Hier haben wir noch einen Tresor. Schauen wir mal, ob da was drin ist vielleicht. Na, aber das ist eine Steckdose drin auf jeden Fall. Okay, das heißt, du kannst dein Handy da aufladen. Ist nicht schlecht. Ja, das war's auch. Was sagst du? Kleiner, aber fein. Erster Eindruck? Mach's kurz. An sich gut, aber diese Holzschränke, Mann. Das schau mal hier, schau mal den Kühlschrank an. Siehst du hier dieses Holz total abgenutzt hier? Zeig das mal. Das zeig das mal den Herrscher. Das sind die Details. Hier im Kühlschrank. Ah, das darf natürlich nicht sein, ne? Hier, was ist das alles da hinten? Das sieht so alles so ranzig aus, so richtig abgenutzt. Eieiei. Hier, zeig nochmal das Holz unten. Hier, da ist auch noch irgendwie so eine Leitung. Das geht natürlich nicht. Hier, ich hoffe, da haben wir auch ein mal. Telefon. Geh mal da rufen wir gleich unten an, oder? Hier, Leute, seht ihr das? Aber warte, geh mal mit dem Finger drüber. Ah, das sieht man aber schon. Ah, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da haben wir ein Telefon hier, oder? Aber es ist trotzdem. Müssen wir anrufen. Schau mal, hier ist das Telefon. Es ist trotzdem sauberer als mein Zimmer, von daher ist es okay. Ja, haben wir hier noch ein Klimomat oder so, wie man das nennt? Klima. Ja. Und yeah, hier. Hier haben wir auch noch Steckdosen, sehe ich gerade. Steckdosen. Nicht schlecht. Hier haben wir noch zwei Taschen und das war's. Genau. Und jetzt, wo gehen wir hin? Jetzt gehen wir erstmal in die Duschkabine. Erstmal duschen. Wir beide, ne? Getrennt. Seifen wir uns ein und. Getrennt natürlich. Ja, und dann wird natürlich erstmal schön saftig gegessen, würde ich sagen, genau. Oder? Was sagst du? Wo gehen wir da hin? Schauen wir mal. Neukölln. Wahrscheinlich Neukölln. Kotti. Schauen wir mal, ob wir Döner essen oder einen richtigen schönen Kebab. Ich brauche Fleisch, Bruder. Ich brauche einfach Fleisch. Gib mir einfach nur Fleisch heute. Ohne viel reden. Okay, Leute, das, ja, wir sehen uns später einfach. Haut rein. Servus.
was für ein Tisch. Und hier essen. Und jetzt gehe ich gleich zurück. War gutes Essen. Ich wollte extra nicht so viel zeigen. Keine Ausblick, habt ihr gesehen? Mehr gibt's auch nicht. Und wir gehen gleich schlafen, es ist schon Nacht geworden. Ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich im Hotelzimmer gleich. So Leute, ups. Das war's für heute. Das war's. Das war Teil 1. Erster Tag. Morgen geht's weiter mit Teil 2. Also Teil 2 kommt nicht direkt morgen, aber ja, das war erster Tag ist Teil 1. Vorbeigeschissen. Erster Tag ist Teil 1. Also das war's für heute. Mit dem ersten Teil. Seid gespannt bis zum zweiten Teil. Zweiter Teil kommt dann demnächst online. Und er geht immer zu der falschen Tür, warum auch immer. Haut rein.